Coronavirus, ein Brot kostet bald 1 Euro. 000. Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Sie werden sicherlich lachen, wenn ich hier allen Ernstes behauptet, dass es nicht mehr ausgeschlossen ist, dass ein Brot wie vor 100 Jahren wieder 1 Million Euro kosten könnte. Das wäre das wahre Resultat, was uns das Coronavirus hier beschert hat. Und man kann sich nur noch wundern, mit welcher der Dämlichkeit und Ahnungslosigkeit diese deutsche Bundesregierung diesen großen Anforderungen der Zukunft begegnen will. Da stellt sich doch dieser ahnungslose und völlig unfähige Bundesfinanzminister hin und verspricht einem Teil der Bevölkerung eine monatliche finanzielle Übergangsregelung von 7.000 bzw. 15.00 im Monat, damit die und die Wirtschaft wieder in Gang kommen sollen. Außerdem werden den deutschen Wirtschaftsbetrieben Milliardensummen an Hilfe in Aussicht gestellt und ich frage mich, warum man nicht gleich noch an diese Milliardensummen ein paar Nullen herangehängt hat, das sähe dann noch besser aus. So hat die Bundesregierung beschlossen, beispielsweise die im Grundgesetz verankerte Schuldenkrise außer Kraft zu setzen und jetzt erhebliche Schulden aufzunehmen, um die Krise angeblich in der Zukunft zu bewältigen. Gerade lachhaft ist das, denn man fragt sich, wo will man denn diese Schulden machen, wer soll denn der Gläubiger sein und wer soll diese kaputt dahinsiechenden deutschen und europäischen Wirtschaft denn überhaupt noch tatsächliche Gelder leihen. Die gesamte Weltwirtschaft ist zurzeit dabei, den Bach herunterzugehen und die gesamte Weltwirtschaft hat selbst ganz erhebliche Probleme zu überleben. Und ich habe das Gefühl, die deutsche Bundesregierung will die Bürger inzwischen für dumm verkaufen, indem sie behauptet, sie wolle Euroanleihen und sonstiges machen. Natürlich geht das, aber das hat einfach zur Folge, da ja diese angeblichen neuen Kredite sämtliche europäischen Länder der Europäischen Union aufnehmen müssen und selbst erheblichen Bedarf haben, geht das nur, indem man bei der Europäischen Zentralbank die Notenpresse anwirft und neue Euroscheine druckt, die aber dann eben von Tag zu Tag wertloser werden. Dieses Szenario hatten wir schon einmal vor 100 Jahren, direkt nach einer ebenfalls weltweiten Pandemie der sogenannten spanischen Grippe, bei der weltweit 400 Millionen Menschen zu Tode gekommen waren. Dann hat man 1923, als es in Deutschland schon nichts mehr zu fressen gab, kurzerhand die Notenpressen angeworfen und das hatte zur Folge, dass Arbeiter und Angestellte in ihre Firma mit einer Schubkarre fahren mussten, weil es nicht mehr anders möglich war, diese enormen neu gedruckten Geldsummen nach Hause zu schaffen. In der Spitze war es sogar so, dass ein Brot etwa 1 Million Reichsmark gekostet hatten. Und die damalige Reichsmark war vor ihrem Absturz genauso wertvoll und wirtschaftlich erfolgreich, wie es heute die D-Mark bzw. der Euro ist. Und es sieht so aus, dass sich das gleiche Szenario heute 100 Jahre später mit dem Euro wiederholen wird. Was nützt es nämlich, wenn genügend Geld da ist, aber man kann nichts mehr dafür kaufen und wir haben heute, jetzt schon heute im März 2020, bereits ein klassisches Beispiel dafür. Seit etwa 14 Tagen gibt es in Deutschland kein Klopapier mehr. Klopapier ist noch nicht einmal ein Lebensmittel und theoretisch völlig unwichtig, aber es gibt kein Klopapier, aber es gibt genügend Geld und genügend Leute, die gerne mit ihrem vielen Geld dieses Klopapier kaufen würden, aber sie bekommen es einfach nicht. Und das wird in nächster Zeit noch ganz anders ausarten, nämlich dass Lebensmittel und sonstige Güter nicht mehr zur Verfügung stehen, obwohl genügend Geld dafür vorhanden wäre. Es ist völlig hirnrissig aus volkswirtschaftlicher Sicht, das was die Bundesregierung da derzeit in ihrem Wahnsinn treibt, indem sie mit neu zu druckende Geld bzw. neu zu druckende Geldschein, wo überhaupt keine Wirtschaftskraft dahinter ist, das Volk überschüttet. Nur das Volk kann sich für dieses Geld bald nichts mehr kaufen. Ich würde Ihnen heute raten, kaufen Sie jetzt völlig überteuerte Immobilien, nicht etwa weil Immobilien Betongold wären, aber wir werden in den nächsten Jahren eine ganz massive Abwertung und Inflation des Euro bekommen und es spielt keine Rolle, wenn Sie heute eine Immobilie für 1 Million Euro überteuert kaufen. Diese heutigen 1 Million Euro sind morgen nur noch 5 Pfennige wert und es kann sein, dass Sie nicht mehr ein Gehalt von 3.000 Euro im Monat
wie heute, sondern vielleicht 300.000 Euro pro Monat bald verdienen, und da ist es ja rechnerisch nachzahlen ganz einfach, alte und damals völlig überteuerte Immobilien aus der Portokasse zu bezahlen. So hat man das schon 1923 in Deutschland gemacht, nur damals wusste man schon, dass die große Inflation bevorsteht, heute ist es leider so, niemand will das wahrhaben. Und glauben Sie bloß nicht, dass sich die heutige Wirtschaft innerhalb der nächsten Monate wieder fangen könnte, diese Krise wird mindestens 10 Jahre andauern, denn es ist diesmal keine deutsche Krise, sondern eine weltweite Krise, andere Länder haben die gleichen Probleme wie wir Europäer und versuchen natürlich schnell nachgedruckt Geld, was in Wahrheit ja nur Papier ist ohne wirtschaftlichen Hintergrund, sich bei den Zentralbanken wechselseitig zu pumpen. Wir müssen uns auf dieser Welt damit abfinden, dass wir diese Welt überlastet haben, und das ist jetzt eine Strafe dafür, dass wir immer ungebremst Wirtschaftswachstum künstlich inszeniert haben und die Welt damit kaputt gemacht haben. Ich bin sicher, Klopapier wird es sicherlich noch vor dem Jahre 2030 wiedergeben, aber diese wirtschaftlichen Verhältnisse, wie wir sie noch bis vor 4 Wochen in Europa gehabt haben, die werden auf keinen Fall mehr vor dem Jahre 2030 eintreten. Es ist traurig, dass diese schwere Krise wieder wie vor 100 Jahren durch eine Epidemie entstanden ist, aber damals hatte man schon nach 5 Jahren die Sache wieder im Griff. Das wird heute nicht mehr passieren, und dafür mache ich auch diese ahnungslose und dumme Bundesregierung mit für verantwortlich. Es soll ja im Jahre 2030 ein sogenannter Kohleausstieg geben, und die Bürger Europas können nur hoffen, dass es im Jahre 2030 dann auch endlich einen Ausstieg aus der Corona-Wirtschaftskrise geben wird.